Guten Abend aus dem Themastudio. Superstar Conchita Wurst live im Themastudio. Der Weg nach oben, wie aus Tom Conchita wurde. Toleranzexport, was der Star aus Österreich bewegt. Ein Thema spezial zu einem Jahrhundertereignis und das nicht über eine Katastrophe, sondern über einen wunderschönen Triumph. Conchita, danke, dass du zu mir ins Studio gekommen bist. Du hast gleich nach deinem Auftritt, nach dem Song Contest, aus deinem Hotelzimmer ungeschminkt und ohne Perücke ein Foto auf deiner privaten Facebook-Seite gepostet mit diesem wunderschönen Pokal und hast geschrieben, was ist da gerade passiert? Ja. Was ist denn da passiert? Hallo erstmal, danke für die Einladung. Ja, was ist da passiert? Ich habe es nicht fassen können. Ich saß da im Hotelzimmer. Man muss sich vorstellen, man hat gerade gewonnen und es ist extrem laut. Vor allem ist es extrem laut die ganze Zeit. Und dann kommst du ins Hotelzimmer und die Tür geht zu und es ist Totenstille. Und ich sitze da, schmink mich ab und gucke die Trophäe an und denke mir, ist das jetzt gerade wirklich? Man hat irgendwie so das Gefühl, ich habe jetzt eine ganz gute Platzierung gemacht. Und dann fällt mir ein, nein, ich habe die Platzierung gemacht. Ich habe den Eurovision Song Contest gewonnen. Und ja, das ist immer noch, also ich muss mir die Trophäe immer wieder ansehen. Ja, dann haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Gestern auch die Landung am Flughafen. Ja. Wie hast du den heutigen Tag erlebt? Ja, gestern die Landung am Flughafen, das war überwältigend. Also ich habe noch nie so einen Empfang erlebt. Es waren Menschen ohne Ende. Das, was mir wahnsinnig leid tut, ist, dass das ich überrumpelt wurde und sofort weg musste zur Pressekonferenz. Und ich hätte so gern noch mit den Fans gesprochen, weil die sind ja der Grund, warum ich da bin, warum ich das machen darf, was ich mache. Und bin dann nach Hause und habe dann von 16 Uhr bis Sonntag 6 Uhr morgens, oder ich weiß es gar nicht, ich komme mit den Tagen durcheinander. Ich habe auf jeden Fall von 16 bis 6 Uhr morgens geschlafen. Hast du dich schon getraut, als Tom aus dem Haus zu gehen? Ich habe mir in der Früh gedacht, verdammt, ich habe keinen Kaffee zu Hause. Und bin schon so am Anziehen und denke mir, Moment, gehe ich jetzt wirklich runter? Weil ich wusste ja nicht, was passiert. Und ich wurde ja auch in Kopenhagen sogar erkannt, ohne Perücke, mit Sonnenbrille und Mütze. Und dachte ich mir, okay, vielleicht ist das in Österreich noch mal extremer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich jetzt damit umgehe. Hast du denn überhaupt schon Zeit gehabt, deinen Auftritt zu sehen? Ich habe das ja ganz, ganz oft gesagt, dass ich meine größte Kritikerin bin. Und ich habe zwar gewonnen, das war alles ganz, ganz schön, aber ich hatte im Hinterkopf immer noch, warte ab. Weil ich mache dann immer eine Videoanalyse von meinen Auftritten und ich finde immer was zu bemäkeln. Und ich muss sagen, ich bin doch ganz zufrieden. Ja, 30 Mal hast du ihn schon gesehen, so ungefähr, oder? 30 Mal, ja. Es sind Bilder, die um die Welt gegangen sind. Über 300 Millionen Menschen haben Conchitas Sieg gesehen. Mich freut es, dass wir uns diesen Auftritt jetzt doch noch einmal gemeinsam anschauen können. Competition begin. Our 12 points. Go. To Austria! Not a Stoßbrand. And finally, 12 points from Israel. Greece. To Conchita, Austria. Not a Stoßbrand. And finally, 12 points from Portugal go to Austria. Thank you very much, Portugal. Kopenhagen, Samstag, der 10. Mai 2014. Das seit Jahrzehnten Erhoffte geschieht wirklich. Österreich gewinnt den Eurovision Song Contest. Once I'm reborn, you know I will rise like a
Der Flughafen Wien-Schwechat, knapp 12 Stunden nach dem, ja, nun kann man es ruhig sagen, historischen Ereignis. Als Conchita Wurst die Abflughalle betritt, bricht Chaos aus. Dutzende Kamerateams, Fotografen und Reporter kämpfen um jedes Bild, um jede Wortspende. Eine Stunde später, um 13 Uhr, geht es ab zur Pressekonferenz. Auch hier Journalisten aus ganz Europa und eine glückliche, aber übermüdete Conchita Wurst. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich werde auch ständig gefragt, wann der Zeitpunkt war, als ich realisiert habe, dass ich gewonnen habe. Nächste Woche, glaube ich. Ein Star ist sie schon im Semifinale. Doch am vergangenen Donnerstag liegen die Nerven blank. This is really big. The 10th finalist is Austria! Denn erst das letzte Ticket fürs Finale geht an Conchita Wurst. Wow, Conchita, congratulations! The Queen of Austria! Kurz nach dem gesicherten Einzug ins Finale gibt die Queen of Austria Thema ein Exklusivinterview. We have now found. Es war wirklich jetzt nicht die schönste Zeit, muss ich sagen, die ich hier verbracht habe, die letzten Minuten. Weil aufgrund dessen, dass da noch so starke Künstler saßen, also jetzt Israel war einfach eine große Favoritin auch von mir in diesem Semifinale. Und ich habe fix damit gerechnet, dass sie weiterkommt. Und ich dachte mir, jeder verdient es, aber bitte dieses eine Mal will einfach ich auf die Bühne. Und Gott sei Dank war es dann der Fall und das war... Gott, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Spätestens jetzt genießt Conchita einen Sonderstatus. Jetzt ist sie nicht mehr nur Queen of Austria, sondern wird von Journalisten, Technik und selbst Konkurrenten gefeiert. Schließlich zählt sie plötzlich zu den Top 3 Favoriten und das schon 2 Tage vor dem Finale. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Es ehrt mich zum einen unglaublich. Zum anderen versuche ich nicht zu sehr drauf reinzukippen. Ich versuche wirklich einfach, eigentlich ist es neue Runde, neues Glück. Also von daher muss man genauso motiviert sein wie vorher, genauso konzentriert. Und das bin ich und das werde ich auch sein. Und deswegen, der Song Contest ist unberechenbar. Ich kann nur das tun, was ich kann und das ist alles zu geben und das werde ich machen. Am Sonntag um 0.08 Uhr führt Conchita bereits das Ranking an. Die Emotionen kochen hoch. So I'm here with Conchita Wurst from Austria, who is currently in the lead. And Conchita, I have to ask you the obvious question. How do you feel? I can almost tell. I'm so thankful. I don't know. I think that says it all. We have done the math. It's no secret anymore. Austria is in the lead. And it's no longer possible for any other country to catch up. We are ready to announce the winner. The winner is Austria! Am Sonntag um 0.22 Uhr ist es dann offiziell. Das ist unglaublich. Jetzt hat uns die den Chance gewonnen. Wie war das nochmal, Herr Knoll?
Jetzt hat es uns den Schaß gewonnen. Naja, Zitat Alkbottel, Zitat Stermann Grissemann. Also es ist in der jüngeren österreichischen Song-Contest-Geschichte ist es ein geflügeltes Wort. Ich gewinne euch den Schaß. Ja? Und die hat uns jetzt den Schaß gewonnen. Also ich habe nur zitiert. From the fading light of life. Du hattest schon während des Votings und danach überhaupt Freudentränen in den Augen und du hast immer wieder gesagt, du bist so dankbar. Wem bist du dankbar? Ich bin den Menschen dankbar, die mich von Anfang an unterstützt haben. Ich bin den Menschen dankbar, die vielleicht ihre Meinung geändert haben. Und ich nehme das einfach alles nicht für selbstverständlich hin, weil ich gelernt habe, dass man sehr, sehr viel tun muss, um Erfolg zu haben, und deswegen, ich bin einfach so dankbar, dass mir diese Chance geboten wurde, meinen Traum zu leben. Du hast ja auch aus Ländern wie zum Beispiel Russland oder Weißrussland vom Publikum sehr viele Stimmen bekommen. Das waren Länder, die vorher deinen Auftritt sogar verhindern wollten. Was bedeuten dir zum Beispiel die 5 Punkte von Russland? Dazu kann ich nur sagen, dass ich von Anfang an gesagt habe, nur weil eine Regierung vielleicht eine gewisse Einstellung hat, ist noch lange nicht das ganze Volk dafür. Ich sage auch immer wieder, dass man ein Land nicht auf seine Toleranz oder Intoleranz reduzieren kann. Natürlich waren Punkte aus Russland irgendwo überraschend, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Nichtsdestotrotz haben wir auch intern gedacht, naja, mit diesem Anrufsystem ist man ja unter dem Deckmantel der Anonymität. Und anscheinend habe ich dort auch Menschen bewegt und das hat mich unheimlich gefreut. Und auch Hoffnung gegeben. Ja, und so bist du über Nacht zum Weltstar geworden. Weltstar, wie gehst du mit dem Druck um? Ich verspüre noch keinen Druck und Weltstar würde ich mich jetzt auch noch nicht bezeichnen, weil ich habe ja auch noch keinen Grammy im Schrank. Aber das ist ein Ziel? Das ist natürlich ein Ziel von mir. Ich sage das auch ständig, dass ich denke einfach so, ich funktioniere so, ich brauche ganz, ganz große Ziele, um vielleicht auch nur ein Bruchstück am Weg dorthin zu erreichen. Und ich sage immer, ich möchte einen Grammy, vielleicht gewinne ich den nie, aber vielleicht bekomme ich am Weg dorthin so viel geschenkt, was noch viel mehr wert ist als jeder Grammy, den ich kriegen könnte. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie dein Terminkalender in den nächsten Tagen ausschaut? Was kommen denn da auch für Angebote aus dem Ausland? Mein Manager sagte immer, er ist der Meister des Entschleunigens. Und das finde ich sehr, sehr gut. Wir leben in einer wahnsinnig schnellen Gesellschaft. Und deswegen lassen wir uns auch Zeit. Wir nehmen uns Zeit, um zu fokussieren. Wir nehmen uns Zeit, um gut zu sortieren, denn es ist einiges am Tisch. Wir haben schon Termine fixiert für die nächsten Tage. Ich fliege am Donnerstag nach London zu Graham Norton, der ja ein wahnsinnig Bekannter ist in Europa und eigentlich auch um die ganze Welt. Und ich mich unglaublich geehrt fühle, dort eingeladen zu werden. Aber sonst handeln wir uns eigentlich Tag für Tag weiter. Und da gibt es auch eine ganz nette Geschichte, weil René, mein Manager, hat mit mir so ein kleines Ritual aufgebaut über die letzten 2 Wochen, weil Tom wurde ja quasi im Hotelzimmer gelassen und durfte nicht raus. Somit ging der kleine Tom auch nicht ans Frühstücksbuffet und das hat
René erledigt, der mir jeden Tag Frühstück gebracht hat, um auch den Tag zu besprechen. Und dann kam eben das Team und die haben mich dann aufgeputzt und dann ging es eben los. Und das klingt wahnsinnig over the top, wenn ich das jetzt sage, aber es ist, glaube ich, für die nächsten Tage wird es auch so bleiben. Es ist momentan so, dass René und ich eigentlich keine Chance haben, miteinander zu kommunizieren, außer beim wir Frühstück. Sehen uns. Und deswegen super. Halten wir diese Frühstückstradition fürs erste ja. Mal weiter. Und das finde ich schon sehr, finde ich schön. Welche Gratulationen, welche Gratulanten haben dich besonders gefreut oder vielleicht sogar überrascht? Gefreut hat mich zum einen, dass mein Team, die wirklich mein Freundeskreis sind, dabei waren. Das war Tamara Mascara, Matthias und Nicole, die einfach... Ich bin gesegnet mit Freunden, die auch noch Talente haben, dass ich die auch noch mitnehmen kann und mir quasi helfen, ob das jetzt emotional oder optisch ist. Das war mir ganz, ganz wichtig und das ging auch sehr, sehr ans Herz. Zum anderen habe ich mich extrem gefreut über das Telefonat mit André Heller. Das war, also da war ich wirklich geplättet. Dann hat mich Anna Vissi angerufen, ein ganz großer Star aus Griechenland, die auch selbst beim Song Contest war. Und Lady Gaga hat gratuliert. Lady Gaga hat getwittert, Cher hat getwittert. Das fand ich sehr, sehr nett. Sie hatte auch zwei Tipps für mich auf dem Weg. Steht im Raum, du sollst einen Song mit Lady Gaga singen. Ist das wahr? Nein. Es wurde jetzt heute auch irgendwo mal gepostet. Nein, oder also ich glaube, dass das vielleicht ein Vorschlag war. Aber nein, das kam noch nicht. Mich haben in den letzten Tagen viele Leute gefragt, wer ist eigentlich Conchita Wurst? Ist das eine Drag Queen? Ist das ein Transvestit? Wie bezeichnest du dich selbst? Wer bist du? Also ich, der Zeit angepasst, würde ich sagen, dass ich ein Drag-Artist, eine Drag-Queen bin. Viele haben das ja auch missverstanden oder verstehen das immer noch nicht. Ich will keine Frau sein. Ich mime eine Frau. Und ich fühle mich einfach so auf der Bühne viel wohler und Conchita. Deckt so viele Bedürfnisse ab von mir. Und nicht nur, weil ich mich auf der Bühne freier fühle, weil ich meine Message klarer transportieren kann. Sind auch banale Dinge wie, ich liebe es einfach, High Heels zu tragen. Ich liebe es, mich zu schminken oder schminken zu lassen. Und das ist so ganz, ganz viel, was einfach für mich meine Wahrheit ausmacht. Mhm. Ich sage das auch immer ganz dezidiert dazu. Das ist nicht das ultimative Gesetz, dass man sich als schwuler junger Mann nur dann wohlfühlt, wenn man eine Frau mit Bart ist. Das ist ein absoluter Blödsinn. Ich fühle mich so am wohlsten. Und jeder hat sein eigenes Leben und seine eigenen Regeln dafür. Mhm. Weißt du noch, was du im Sommer 2006 gemacht hast? Ich bin zum Casting von Starmania gegangen. Ja, und das war der Beginn einer großen Karriere, die heute sogar, wie wir gehört haben, Lady Gaga beeindruckt. Wir werfen wieder einen Blick zurück. 2006 taucht er das erste Mal im Fernsehen auf. Der ist gefallen, der 6. Amazing Grace. Sehr gut. Noch eins? Ja, bitte darum. Ein schnelles? Ein schnelles? Okay. Get the party started on a Saturday night. Der 17-Jährige fällt bei Starmania mit Ausstrahlung und Stimme auf. Sein Name ist Tom Neuwirth. Tom wächst im steirischen Bad Mitterndorf auf. Hier führen seine Eltern ein Gasthaus. Schon als Kind begeistert sich der Bub für Kleider und Klunker. Der Dachboden ist sein Refugium. Dort kann er seine Vorliebe ungestört ausleben. Mit 14 geht Tom nach Graz an die Modeschule. Er beginnt nicht nur an seinem Outfit zu arbeiten, sondern auch seine Persönlichkeit zu modellieren. Ich bin einfach ein Mensch, der was jede Persönlichkeit in sich aufsaugt. Da nehme ich total viel mit und ich glaube, so entwickle ich mich selbst sehr. Kann man mich ein bisschen lauter, bitte? Eben die Mischung bei mir aus Schüchternheit und Selbstbewusstsein, glaube ich, macht mich doch zu einem bodenständigen Mensch, würde ich sagen. Thank you for being a friend.
Im Laufe der Starmania-Shows erlebt das Publikum nach und nach die Wandlung zu einem immer gestylteren, selbstbewussteren Menschen. Kurz vor seinem 18. Geburtstag outet sich Tom Neuwirth als homosexuell. Der Juror Boris Eder ist zumindest von Toms Stimme nicht überzeugt. Bei der Performance haben jetzt sogar die künstlichen oder falschen Gebisse der vier Golden Girls im Wasserglas gegähnt. Das Publikum ist anderer Meinung. Tom Neuwirth kommt ins Finale. Gewinnen tut er nicht. Nadine! Doch Tom verzagt nicht. Kurzfristig zieht er mit drei anderen Starmania-Freunden zusammen und gründet die Boyband Jetzt anders. Ich liebe das total, in der Öffentlichkeit zu stehen. Also ich bin da extrem mediengeil und bin hier aufgestanden in der Früh. Ja, Kameras! Nein, ich mag das total gern. Nach einem halben Jahr löst sich Jetzt anders wieder auf. Danach wird es still um Tom Neuwirth. Etwa drei Jahre später taucht bei der ORF-Talenteshow Die große Chance plötzlich eine Frau mit Bart auf. Publikum und Juroren bleibt erst einmal der Mund offen stehen. Die Dame mit Gesichtshaar nennt sich Conchita Wurst. Hartnäckig hält sich das Gerücht, hinter ihr verberge sich Tom Neuwirth. Doch Conchita will nichts verbergen. Durch Funk und Fernsehen macht sie sich der Öffentlichkeit bekannt. Da ist Kolumbien, ne? Und hier ungefähr komme ich her. Aufgrund meiner Hyperintelligenz habe ich im Mutterleib bereits Deutsch gelernt. Nein, ich lese nicht. Das macht mein Mann für mich. Conchita Wurst polarisiert. Das ist auch bei der großen Chance bemerkbar. Das Lied, das du da gesungen hast, finde ich sehr gut. Ich glaube aber, dass jemand anders das viel besser gesungen hätte als du. Dennoch, Conchita kommt ins Finale und behält ihren Humor. Immerhin geht es um 100.000 Euro. Ich muss ja sagen, es wäre schon toll, wenn ich die gewinnen würde, weil ich habe die schon ausgegeben. Und mein Konto gehört gedeckt, sonst muss ich meine falschen Wimpern verkaufen. Die falschen Wimpern bleiben ihr zwar, aber Siegerin wird sie nicht. Platz 6. Und auch beim nächsten Wettbewerb 2012, als sie versucht, sich für den Eurovision Song Contest zu qualifizieren, scheitert sie knapp. Aber Conchita ist keine Unbekannte mehr. Sie steht dazu, eine Kunstfigur zu sein, und sie vertritt als solche auch durchaus eine Botschaft. Jeder soll sein Leben so leben, wie er möchte. Und jeder soll auch den Raum bekommen, so zu leben, wie er möchte, solange man die Freiheit des anderen nicht einschränkt. Conchita liebt die Öffentlichkeit und tritt besonders gerne im Fernsehen auf. Zum Beispiel als Gast bei Willkommen Österreich. Conchita Wurst! Und ist Conchita verheiratet? Ja, ne? Conchita ist verheiratet. Mit wem? Mit einem wahnsinnig talentierten Burlesque-Tänzer. Alles klar. Aber ich möchte in deiner Anwesenheit gar nicht so viel von meinem Mann reden, um ehrlich zu sein. Ich werde rot. Ich bin und werde rot. Aufmerksamkeit erregt sie auch in der ORF-Sendung Die härtesten Jobs Österreichs. Das war eigentlich so auch schon, also nee, das ist echt nicht meins. Vor allem, sobald man den aufgeschnitten hat, der Geruch, der da rauskam, also das war wirklich, nee, nicht schön. Dann 2013 die Überraschung. Conchita wird ohne Ausscheidung zur österreichischen Vertreterin beim Eurovision Song Contest 2014 in Kopenhagen ernannt. Mit dem Lied Rise Like a Phoenix will sie beim Song Contest betören. An der Interpretation der Nummer wird Tag und Nacht gefeilt. Zwei Wochen lang. Once I'm transformed, once I'm reborn. Ah, du musst dich mehr freuen dort. Du musst, nicht freuen ist das falsche Wort, aber einfach zu Hause ankommen. Dann wird ein Video produziert. Immer ist Conchita umgeben von Freunden, die in allen Belangen helfen.
ich bin ja gesegnet mit Freunden, die so talentiert sind, dass ich die dann auch arbeitstechnisch einbauen kann. So blöd sich das auch anhört, aber das ist für mich schon sehr wichtig, das Ganze drumherum, dass sich das Team versteht, dass ich Spaß habe. Bei der Auswahl der Robe für den großen Auftritt vertraut Conchita Wurst ganz auf sich selbst und ihre Ausbildung. Ist ja alles unecht. Kann ich ja variieren, wie ich möchte. Ne? So. Wenige Tage vor der Abreise besucht Conchita noch Eltern und Oma. Die Familie steht mittlerweile voll hinter ihr. Ach ja, meine Omi. Meine Oma ist ein absoluter Freigeist. Ich glaube, diese Selbstdisziplin und dieses Bedürfnis, für alle schön auszusehen, weil das ein Zeichen von Respekt ist, das habe ich definitiv von ihr. Also das ist mir unterbewusst eingepflanzt, immer auf die Figur zu achten. Auf jeden Fall. Immer noch eine 34. Du siehst. Und du? Nein, du bist schon bei 38, 40 gelandet. Je nachdem. Eine 40 trägst du nie? Sicher. Von italienische Ware ist 44. Italienisch trage ich 44. Mit ihrer Oma konnte Conchita immer schon über alles sprechen und viel lachen. Ich bin wirklich stolz, überstolz. Oder gibt es einen anderen Ausdruck für? Sehr stolz, mega stolz. Rückhalt aus der Familie. Du hast dich mit 18 in der Öffentlichkeit als homosexuell geoutet. Was hat dich zu diesem großen Schritt bewogen? Ich habe das gemacht, weil ich damals wusste, wenn ich es nicht sage und man dann quasi draufkommt, dann bin ich nicht zu mir gestanden und ich biete eine extrem große Angriffsfläche. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt und ich will mich in keiner Sekunde mehr für den Rest meines Lebens verstellen oder verstecken müssen. Und deswegen habe ich das getan. Dein Kampf für Toleranz, was glaubst du jetzt, abgesehen davon, von dir jetzt, wie geht es homosexuellen Menschen auch heute noch in Österreich? Natürlich hat sich ganz, ganz viel getan. Nichtsdestotrotz muss man sagen, und das sieht man auch, dass eine enorme Dynamik in dieser Thematik entsteht. Die konservative Seite wird größer, aber auch die an Fortschritt denken. In Österreich gibt es auch noch sehr, sehr viel nachzuholen. Man muss aber schon auch sagen, dass wir in einem sehr, sehr toleranten Land leben. Also wenn man jetzt Russland betrachtet, da sieht das ja gesetzlich schon mal viel, viel schlimmer aus. Nichtsdestotrotz ist noch lange nicht alles gesagt und getan. Aber ich muss auch sagen, dass ich will mich ja nicht auf die Gay-Community reduzieren. Natürlich bin ich ein Teil davon. Aber ich rede ja von Dingen, die selbstverständlich sein sollten. Menschenrechte. Und das Recht, jemanden zu lieben, das sollte man eigentlich nicht reduzieren auf, ob das das gleiche Geschlecht ist oder nicht. Und das ist mir eigentlich ganz, ganz wichtig. Du hast zumindest bis vor kurzem auf die Straße gehen können, als Tom neu wird. Wer weiß, wie das jetzt sein wird. Aber was gibt dir das dann auch, wenn du immer wieder aus deiner Rolle rausschlüpfen kannst und Tom wirst? Wie wichtig ist dir das? Das ist ganz, ganz wichtig und banal runtergebrochen. Uns allen geht es so, wenn man mal nach einer Woche Job 2 Tage Urlaub hat, wenn einfach das Wochenende da ist. Und so ist es für mich auch. Wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, so schön sie ist, und ich tue mich auch schwer, es Arbeit zu nennen, weil es fühlt sich nicht wirklich so an. Aber wenn ich zu Hause ankomme und die Perücke abnehme, merke ich eigentlich erst, was ich getan habe, körperlich, weil man ja dann doch erschöpft ist und dann ist es sehr bequem, nicht in High Heels auf der Couch liegen zu müssen. Ja. Du hast mir vor 2 Jahren einmal erzählt, dass dir das Rollenspiel Conchita und Tom ein bisschen zu viel wird. Was war da der Grund dafür damals? Damals war das so, ich habe ja nicht damit gerechnet, ich rechne prinzipiell mit gar nichts. Und damals habe ich einfach auch nicht damit gerechnet, dass das so angenommen wird. Ich bin ja mit dem Gedanken Hopp oder Tropp zur großen Chance gegangen. Ich dachte mir, wenn ja, dann ja, wenn nicht, dann eben nicht. Und dass das dann solche Dimensionen annimmt, das habe ich nicht gedacht. Und ich habe das ja am Anfang wirklich durchgespielt. Ich habe gesagt, nein, ich kenne diesen Neuwirt nicht und lauter solche Dinge.
weil ich es zum einen lustig fand und zum anderen auch zeigen wollte, dass man eben nicht alles glauben sollte, mhm, was in der Zeitung steht. Oder was Künstler von sich geben, weil das war ja tatsächlich Theater gespielt. Mhm. Ja. Und ich habe das auch deswegen gemacht, weil ich nehme das sehr, sehr ernst. Und ich habe mir gedacht, Conchita hat ein eigenes Leben verdient. Und deswegen habe ich damit kokettiert. Aber du hast ja wahrscheinlich damals auch nicht gedacht, wie massiv die Anfeindungen sein könnten. Conchita Wurst hat von Anfang an viel Zuneigung bekommen, aber auch Verachtung erfahren, bis hin zu persönlichen Angriffen. Was die Gegner so erregt, schauen wir uns jetzt an. Conchita Wurst polarisiert. Und sie treibt Menschen zu Aussagen voll von Hass und Verachtung. Ich würde nicht so viel Zeit in etwas verschwenden, was mir nicht gefällt. Von daher bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und diese Zeit scheinen viele zu haben. Sie? Es! Es muss weg! Scheiß ekelhafter Ladyboy. Zum Kotzen das widerliche Ding. Sowas gehört weg! Und da sollte man dann ein bisschen weiterdenken, ob man denn dann vielleicht, sagen wir mal, als Familienvater gerne möchte, dass sein eigenes Kind, das sich nun homosexuell outet, auch so beschimpft wird. Auch im Vorfeld des Song Contest Finales in Kopenhagen wird die Teilnahme von Conchita Wurst heftig kritisiert. Russische Politiker befürchten darin unwiderruflichen Schaden für das eigene Volk und sehen den Untergang Europas. Conchita Wurst als Galionsfigur einer europäischen Schwulenparade. Also was für eine Angst hat eine Regierung, dass ich mit meinem Auftritt ein ganzes Land umwerfen könnte? Auch aus Armenien und Serbien kommen verächtliche Worte. Und in Weißrussland würde man während des österreichischen Auftritts gerne die Übertragung unterbrechen. Geschehen ist das aber nicht. Hi, this is Moscow, Russia calling. Russland gewährte Conchita Wurst sogar überraschende 5 Punkte. Seit der Geburt der Kunstfigur Conchita Wurst und ihrer Teilnahme an der Ausscheidung zum Song Contest 2012 gibt es Diskussionen über guten und schlechten Geschmack. Ein Mann mit Bart auf der Bühne, okay, singen einigermaßen, ja, aber was hat der sonst, der war in allen Medien, was hat der, ich sag bewusst der, aber für mich ist es keine Frau. Wenn ich auf der Straße unterwegs bin, dann passiert es natürlich, dass Menschen mich ansprechen und die Fragen, die dann gestellt werden, sind immer sehr, sehr interessant. Darf ich etwas fragen? Natürlich können Sie was fragen. Sie sind doch die Vertretung für uns für den Song Contest. Stimmt ja, das? So ist es. Finden Sie das richtig, dass Sie als Mann oder Frau, weiß ich, wissen Sie selber, was Sie sind? Ja, ich weiß das ganz genau. Sind Sie genau. Ein Mann? Ja. Und Sie vertreten uns als Frau? Genau. Und das ganze Land lacht über uns. Ich glaube nicht, dass ich jemanden lächerlich mache. Also ich als normal sterblicher Bürger von da finde es beschämend, dass man sich von Ihnen zum Beispiel vertreten lassen muss, weil ich mich damit nicht identifizieren kann. Das verstehe ich, dass Sie sich nicht damit identifizieren können. Und wenn will Sie das, ich auch nicht, muss ich auch sagen. Das ist natürlich Ihr freier Wille und darum geht es mir ja auch. Ich sage ja auch gar nicht, dass man das toll finden muss und dass man mich toll finden muss, das gar nicht. Ich möchte nur, dass es akzeptiert und toleriert wird, weil ich tue niemandem damit weh. Ich fühle mich damit persönlich angesprochen und kann mich damit nicht identifizieren. Aber das finde ich auch in Ordnung und das ist auch Ihr gutes Recht, das zu sagen. Ich fühle mich sogar eher als beleidigt. Ich wünsche Ihnen nichtsdestotrotz einen schönen Abend. Und bin ich aber sicher. Das darauf wette ich. Gut, die Hand gebe ich Ihnen nicht. Das müssen Sie auch nicht. Bin ich nicht so erzogen worden. Wenn das nicht Ihrer Entziehung entspricht, dass Sie höflich sind, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Danke. Diese Menschen sind sich dessen nicht bewusst, dass sie genauso ein Land repräsentieren mit diesen Aussagen. Mit Kritik kann ich gut umgehen. Aber wenn ich beleidigt werde, dann denke ich mir zum einen, ach du meine Güte. Und da fragt sich noch jemand, warum ich das mache, was ich mache. This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. You know who you are. We are unity and we are unstoppable. Well said. Conchita, we can't wait to hear you sing for us again. So, Conchita, everybody, she will be back, ladies and gentlemen. Wir sind eine Gemeinschaft und nicht mehr aufzuhalten.
Kannst du mit Attacken gegen deine Person oder gegen die Conchita Wurst wirklich so cool umgehen, wie das hier in dem Beitrag rüberkommt? Ja. Tut das manchmal weh? Nein, gar nicht. Also ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, und ich bin aber dankbar, dass es so ist. Ich kann das wirklich ganz, ganz stark differenzieren, weil sowas interessiert mich gar nicht. Also Beleidigungen, die untergriffig sind, fällt für mich unter die Grenze der Belanglosigkeit und wird vielleicht von mir mit einem Lächeln honoriert, aber schon mehr auch nicht. Wenn das aber allgemein wird und gegen Menschenrechte eigentlich verstoßen werden, mit Morddrohungen und Verallgemeinerungen. Das ist das jetzt passiert? Ständig. Da sage ich immer, stellt euch hinten an. Aber wenn das verallgemeinert wird und einfach rassistisch, homophob, wie ich gesagt habe, Menschenrechte verletzt, dann das ist der Grund, warum ich das mache. Das ist mir so ein Anliegen, weil ich hatte prinzipiell eine schöne Kindheit, aber ich hatte auch eine schwierige Kindheit. Und ich will jetzt nicht jammern. Identität? Weil, natürlich, ich Krise. Wusste, das war genau das, was ich vorher damit meinte. Ich habe mir das selbst nicht eingestanden. Ich dachte auch, mit mir ist etwas falsch. Und diesen Weg zu gehen und zu sehen, dass nichts falsch ist an jemandem, das muss man erst mal realisieren, und das dauert. Mhm. Und bis ich das gemerkt habe, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich geliebt habe, hatte ich nur mehr schöne Momente in meinem Leben. Ich kenne dich ja jetzt schon eine Zeit, und wenn man dich trifft oder mit dir unterwegs ist, wird dir wahnsinnig viel Liebe entgegengebracht, aber auf der anderen Seite auch dieser Hass. Macht so überbordende Liebe und so überbordender Hass nicht auch ein bisschen Angst? Die Liebe macht gar keine Angst. Also das ist einfach schön, und ich freue mich immer wieder, mit Leuten reden zu dürfen, die mich verstehen und die mir ihre Geschichten erzählen. Ich hatte noch nie Angst um meine Sicherheit, kein einziges Mal. Ich bin vielleicht auch naiv. Ich glaube einfach an das Gute im Menschen. Ja. Und ich denke, dass all diese Worte einfach auch nur deswegen passieren, weil es sich eben im Internet sehr leicht schimpfen lässt. Und wahrscheinlich auch oft geschrieben, ohne seine Identität preisgeben zu müssen, wie auf Postings und so. Genau. Die New York Times schreibt, dass du mit deinem Auftritt Europa toleranter gemacht hast und Trends für die Zukunft setzt. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Das ist überwältigend, ich habe das vorher noch nicht gehört. Zum anderen distanziere ich mich da immer sehr gerne von dem Wort Verantwortung. Ich habe keine Verantwortung, ich bin auch kein Vorbild, ich bin auch keine Botschafterin für irgendwas. Ich mache nur das, was aus mir rauskommt, und ich nehme nur das, was mir gegeben wird. Ich denke, dass es Menschen da draußen gibt, die noch viel, viel mehr erreichen werden und könnten, als ich es tue. Ich als Künstlerin kann nur das zurückgeben, was mir gegeben wird. Und das ist nun mal die Aufmerksamkeit, die uns Promis geschenkt wird. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, das auch für die richtige Sache einzusetzen. Und ich finde es wichtig, sich auch zu erklären und zu sagen, worum es geht. Und meinungslose... Schöner kann man leider ein Schlusswort jetzt nicht sagen. Ich muss auf die Zeit achten. Ein Versprechen muss ich dir noch abbringen. Wir konnten heute unsere Projektschule fürs Leben nicht spielen, dir zu ehren. Du hast versprochen, du kommst mal zu meinen Schülern. Ist ich das noch aufrecht? Ich habe dir das versprochen, und wir werden das irgendwie schaffen. Conchita, es war mir eine Ehre, dass du bei mir im Studio warst. Wir werden mit dir weiter fiebern. Wir haben mit dir weiter gefiebert. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.